So, dann habe ich morgen noch, was habe ich mit Chemie habe ich morgen noch und was? Hey, Leute, es ist doch nicht euer Ernst, oder? Warum versteckt ihr euch eigentlich immer? Es wird immer schlechter hier, egal. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und ich wollte heute wieder über ein paar Sachen mit euch reden. Wer kennt diese Cap hier noch? Es ist auch schon wieder ein bisschen länger her, dass sie die auf hatte. Es ist jetzt einfach, weil ich einfach zu faul bin, gerade meine Haare irgendwie zu machen und deswegen habe ich mir jetzt die Cap aufgesetzt und ja, ich würde sagen, wir chillen uns mal wieder auf unser Bett. Ich habe zwei Sachen zu sagen. Einmal ist es etwas wegen, ja, ich habe ja Fernseher am Laufen, Galileo und so. Erstmal ist es wegen dem Stream und zweitens habe ich mir jetzt noch eine andere Sache überlegt und da wollte ich euch einfach mal über, ja, was drüber mitteilen, euch was dazu fragen und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Stream an, aber das andere ist auch wichtig, deswegen bitte dranbleiben, würde ich mich sehr drüber freuen und der Stream wird jetzt am 14. stattfinden, am 14.11. Und ich schätze mal, er wird so gegen so auf 16 Uhr wird er ungefähr starten. Diesmal eine Stunde später als sonst. Und ich habe mir da schon so ein bisschen was vorbereitet und sowas. Seid auf jeden Fall gespannt. Es wird auch auf jeden Fall was zu gewinnen geben für euch. Und ich habe ja unter anderem habe ich da ja die Palette Energy Drinks. Und mal gucken, dann haben wir vielleicht noch den einen oder anderen Key oder so, was man gewinnen kann. Müssen wir einfach mal schauen, aber es wird auf jeden Fall was zu gewinnen geben. Und da wollte ich einfach nochmal ganz kurz Bescheid sagen. 14.11. 16 Uhr streame ich. Ein Special Stream wird das dann halt, weil ich habe ja die 1000 Follower bei Twitch das letzte Mal geknackt. Und deswegen macht da so ein kleines Special-Ding draus. Und ja, Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr auch schon mal followen, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald ich online bin. Und ja, das ist die eine Sache. Dann die andere Sache ist, ich habe mal mich so dran gesetzt und so überlegt ein bisschen. Und zwar habe ich vor, Autogrammkarten zu machen. Allerdings, also ich bin halt noch ein bisschen am Konzipieren, zusammen mit Vetrox. Und ich habe mir dann auch schon mal überlegt, zu den 700 Abonnenten schon. Ich wollte mir ein Postfach anlegen lassen. Nicht, weil ich damit rechne, dass ich dann tausende von Briefe oder sowas bekomme oder hunderte von Briefe. Das nicht, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen unter euch, der Lust hat, mir einen Brief zu schicken. Ganz wichtig ist, gehen dahin nur Briefe, weil es läuft halt über die Post und Pakete gehen nicht über die Post, sondern über DHL. Das heißt, Pakete würden bei mir niemals ankommen. Deswegen, wer von euch wäre bereit, falls sich dieses Postfach eröffnen sollte, mir einen Brief zu schreiben und was weiß ich, vielleicht irgendwie Zeichnungen zu schicken oder sowas und dann würdet ihr, falls ihr es wollt, dann auch 1, 2, 3 Autogrammkarten, je nachdem wie viele ihr benötigt, zurückgeschickt bekommen, insofern ihr einen frankierten Rückumschlag mit beisendet. Was es genau ist, werde ich dann noch erklären. Aber jetzt erstmal so würde ich ganz gerne im Vorfeld wissen, wer von euch hätte Lust, dass ihr mir so ein Postfach erstellt, dass ihr mir Briefe, Zeichnungen, wie auch immer schicken könntet. Und dafür erhaltet ihr dann, falls ihr wollt, natürlich eure Autogrammkarten. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare und dann werde ich mir das mal überlegen, ob ich das mache. Und wenn ja, dann werde ich da auch nochmal ein Video zu machen, wo ich all eure Fragen erkläre, wo ich euch zeige, wie ihr das machen könnt. Und ja, das waren so im Groben und Ganzen die zwei Dinge, die ich jetzt ansprechen wollte. Einfach nochmal ganz kurz einmal auf den Stream aufmerksam machen. Und die zweite Sache wegen Postfach bzw. Autogrammkarten. Und ja, das ist, glaube ich, soweit alles, was ich sagen wollte. Es wird jetzt wahrscheinlich bald auch nochmal etwas, ja, ein Vlog kommen, aber ein besonderer Vlog. Also ich überlege mir da auf jeden Fall was. Ich will nicht so einen Standard-Vlog machen, sondern mal wieder irgendwas Besonderes. Und ja, mir wird der Arm hier langsam ein bisschen lahm. Ja, ich glaube, das wäre es soweit gewesen. Wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da und vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, ob ihr Lust hättet auf so ein Postfach. Und ja, denkt an Samstag. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis dahin. Ciao. Tschüss.